Hey, was geht? Mein Name lautet Danny Justin. Willkommen zu Apple Shooter und es ist ein ziemlich lustiges Spiel, wo wir versuchen müssen mit Pfeil und Bogen den Apfel von Frederico wegzuschießen. Und da müssen wir ziemlich präzise sein, denn wenn wir ihn treffen, stirbt er. Und mich wundert sowieso, dass er da einfach nur so steht, so als wäre das was ganz Normales für ihn. Aber wahrscheinlich ist es was ganz Normales für ihn. Easy. Okay, Level 1 ist ziemlich einfach. Es wird immer schwerer. Hat er gerade eben gefurzt? Ernsthaft, Frederico, ernsthaft. Du musst nicht forzen, wenn du nervös bist. Das ist doch kein Problem. Ich war an deiner Stelle auch ziemlich nervös. Easy. Level 4. Oh mein Gott, so weit war ich noch nie, oder? Frederico, kannst du bitte aufhören zu forzen? Oh, scheiße. Ich habe verfehlt. Und übrigens, man darf so oft verfehlen, wie man will, aber man muss dann diese graue Matte da hinten treffen, weil sonst muss man nochmal von vorne anfangen. Und ich will euch jetzt nicht zeigen, denn ich will ja nicht nochmal von vorne anfangen. Frederico, wieso ist das so schwer, dich zu treffen? Ernsthaft? Wie viele Versuche habe ich noch? Ich glaube unendlich, solange ich die... Frederico, hör bitte auf zu forzen, das ist nicht so gut. Wir machen gerade ein Video. Kannst du später machen. Okay, ganz langsam. Alles wird gut. Ja, easy. Okay, Level 5. Komm schon. Nicht bewegen, Frederico. Nicht bewegen. Oh, easy. Ich hätte so Schiss, wenn ich an Federicos Seite wäre. Okay, ich weiß wie. Ich weiß wie. Ungefähr hier. Ja, easy. Level 7. Und das ist der erste Versuch übrigens. Ich bin halt ein Pro. Der größte Pro-Spieler ever. Oh mein Gott, Alter. Ich bin so glücklich gerade. Alter Schwede, dieses Spiel setzt echt Glückshormone frei. Oh, sorry, Frederico. Es tut mir so leid. Okay, nochmal. Auf Neues. Okay, der Anfang muss man einfach nur die Maus auf den Apfel halten. Und man muss immer weiter höher kommen, aber es ist halt schwer einzuschätzen, wie der Bogen fliegen wird, vor allem wenn man richtig weit weg ist. Frederico, hör jetzt auf. Frederico, ich mache keinen Scherz mehr. Hör auf zu forzen. Das bringt mich irgendwie aus der Stimmung. Da braucht er sich nicht zu wundern, wenn er stirbt. Scheiß. Okay, Danny, das ist eine Furze. Du furzt auch manchmal. Vor allem, wenn du nervös bist. Du musst die Situation für dich aus nachvollziehen. Ja, genau das machst du tun. Ey, verdammte Scheiße, ich treffe diesen Scheiße. Okay, langsam ist echt gut. Ey, ohne Scheiße, es geht echt schnell auf den Pisser. Easy. Okay. Ungefähr hier. Ah, easy. Ja, trotz deines Furzes habe ich trotzdem getroffen, Frederico. Ganz langsam. Komm schon. Nein. Ich will nicht zu tief gehen. Oh, Glück gehabt. Okay, ich könnte ja mal ein bisschen spekulieren, wo ich ungefähr mit der Maus sein muss. Ich schätze mal hier ungefähr, oder? Bisschen höher, denke ich. Ja. Nein. Mann. Das tut mir so leid. Was für ein grauenvoller Tod. Oh nein. Okay, Frederico, es tut mir so leid, aber jetzt wird es Zeit für noch eine Runde. Und das Furzen wird dir nicht weiterhelfen. Denn ich werde es jetzt... Mein nächstes Ziel ist, sagen wir mal, Level 10. Ja, definitiv Level 10. Level 10 sollte auf jeden Fall drin sein. Und ich habe noch 6 Minuten ungefähr Zeit. Hopp, easy. Oh, habe ich nicht getroffen? Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Alter Schwede. Hopp. Easy. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Spiel übersüchtig macht. Ich glaube, es spielen nicht mehr so viele Leute, weil es ziemlich alt ist, aber... Aber ja. Ey, wenn ich in Fredericos Situation wäre, ich würde so zittern. Ich meine, der steht da einfach nur so, als wäre das für ihn was ganz Normales. Aber hey. What the fuck? Ich hab ihn nicht getroffen? Alter, schaut euch mal, wie knapp das war. Oh mein Gott, ey, ich bin ein Genie. Ich bin der größte Genie ever. Ich bin halt... Nein! Oh mein Gott! Oh, was für ein Rage-Game. Runde 8 vor allem. Oh, ich war so meinem Ziel so nah. Okay, noch höchstens 2 Versuche. Easy. Ja, Furzen wird dir nicht weiterhelfen. Es macht mich nicht mehr nervös, Frederico. Ich bin's gewohnt. Ich weiß ganz genau, wie deine Furze riechen. Du brauchst es uns nicht nochmal sagen. Ich hoffe, ihr riecht's auch. Es riecht nämlich nicht gut. Weil Frederico sieht irgendwie aus wie so ein richtiger Deutscher. Oder nee, wie sieht Frederico aus? Er hat rote Haare. Also doch, er ist Deutscher, definitiv. Ja, er ist ein Nazi. Frederico ist ein Nazi. Wegen dem Bart. Okay, das ist ziemlich blöd gesagt, aber hey.
Aber hey. Alter, ich treffe immer denselben Ort. Okay, ich muss ein bisschen tiefer gehen. Na, schon wieder! Schon wieder denselben Ort! Was zum Teufel? Okay, noch tiefer. Jetzt! Ja! Okay, welches Level bin ich? Level 7, oder? Okay. Ah. Ja! Ich bin Level 8. Okay, ganz weit nach oben. Ich mache extra. Okay. Noch ein Versuch. Komm schon. Level 10 ist. Nein! Ich dachte, ich hätte getroffen. Okay, sagen wir noch einen Versuch. Wirklich ist noch ein Versuch. Also, ich weiß, ihr wollt mehr sehen, aber es gibt erstmal nur einen Versuch, okay? Ich hoffe, ihr akzeptiert es einfach. Easy. Ich höre wie keinen Sound mehr. Einen Moment mal. Ah, logisch. Mein Mikrofon ist ausgeflogen. So, jetzt höre ich wieder Sound. Okay, Frederico, ich bin wieder da. Keine Panik. Ja, genau. Ich furze auch immer, wenn ich nervös bin. Hat meine Mutter gesagt. Dann habe ich gesagt, Mama, ich habe vieles von dir geerbt. Okay, sagen wir noch einen Versuch. Das Ganze macht einen übel süchtig. Irgendwie, man will immer mehr spielen. Easy. Easy, peasy. Ich glaube, ich sollte Bogenschütze werden. Ich meine, der linke Bogenschütze, der steht da irgendwie extrem sicher. Irgendwie so, als wüsste er, was er da tut. Und Federico steht da so, als würde man ihm Geld dafür gegeben haben, dass er da stehen muss. Ja, Federico ist Hartz-IV-Empfänger. Er hat nicht so viel Geld. Er muss sein Leben opfern, um sein Geld zu finanzieren. Und da passiert sowas halt. Und jetzt gehe ich noch weiter höher. Nein, das war zu hoch. Ah, hier kann ich mir ungefähr gucken. Okay, ich verstehe. Das wird zu hoch sein, das wird definitiv die richtige Höhe sein. Auch nicht. Okay, jetzt muss ich mir merken, wo ich geschossen habe. Ich glaube, hier, oder? Ich gehe mal ein bisschen tiefer. Noch ein bisschen tiefer. Jetzt aber. Ja! Oh mein Gott, ein noch. Nur noch ein, komm schon. Nein. Ah, okay, ich krieg noch eine Chance, cool. Okay, danke, Spiel. Ich gebe deine Muskeln. Genau, okay, ein bisschen tiefer. Okay, einmal mal. 1, 2, 3, 4. Okay, wenn 4 nicht stimmt, dann muss auf jeden Fall 3 stimmen, oder? Also hier ungefähr. Ich mach ein bisschen höher zur Sicherheit. Nein! Oh mein Gott! Ich will doch einfach nur Level 10 erreichen! Beste Spiel ever. Okay, noch ein Versuch, okay. Ich weiß, das habe ich schon die letzten 5 Versuche auch gesagt, aber. Aber hey, ich bin mir sicher, ihr werdet mir vergeben. Ja, bin ich mir definitiv sicher. Okay, noch ein. Okay, das zählt ja nicht. Das ist ein Versuch, weil ihr mich abgelenkt habt. Ihr lenkt mich einfach immer ab. Das kann nicht wahr sein. Hört auf, mich abzulenken. Bitte. 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 Ach, komm schon. Und nur 10 Versuche. Ich verspreche, ich höre dann auf, okay? Wenn ich Runde 10 erreicht habe, okay? Dann höre ich auf, definitiv. Okay, es ist wieder Runde 6. Das heißt also, es dürfte kein Problem sein für... Oh, das war eine knappe Geschichte. Oh. Okay, noch ein bisschen tiefer. Hier und... Ja, jetzt muss es... Ja. Oh. Yeah. Yay. Ungefähr hier. Ja. Oh mein Gott, wir sind wieder Level 8. Oh mein Gott. Ich bin echt ein Pro. Hier ungefähr. Oh, Glückshormone. Ich bin so glücklich gerade. Ich bin so glücklich. Jetzt extra hoch. Nein. Ein Level noch, bitte. Ungefähr hier. Ein Level noch. Ein verdammtes. Level 10. Okay. Nächstes Ziel ist Level 15. Das wäre gut. Das wäre mein Traum. Oh mein Gott, jetzt kann ich mich nicht erinnern, wo ich geschossen habe, aber ich schieße einfach mal hier. Okay, das war zu hoch, okay. Noch ein bisschen tiefer. Hier ungefähr.
Noch ein. Ja, okay, einen Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 war zu hoch. 1, 2, 3, 4, 5 war wesentlich zu hoch. Gehen wir mal 4,5. Okay, also muss es ungefähr 4 ist. 1, 2, 3, 4. Ganz wenig höher. Oh, okay, dann machen wir 4. 1, 2, 3, 4. Also ich orientiere mich da an diesen Stichen. Level 11. Oh mein Gott. Okay, das wird der letzte Versuch sein. Jetzt definitiv. Oh, was mache ich da? Bin ich... ich habe so Glück, dass ich sein Ziel nicht getroffen habe. Oh, ich dachte, ich wäre hoch genug. Alles klar, okay. Wir haben es nicht geschafft. Ah, okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hat euch das Spiel gefallen, das Video? Leitet das Video mit dem Daumen nach oben, denn damit unterstützt ihr mich sehr. Außerdem befindet sich ein Link in der Beschreibung zu Apple Shooter. Und da könnt ihr es auch mal spielen. Und ich will gerne wissen, was euer Rekord in 5 Versuchen war. Ihr könnt auf den Link da unten gehen. 5 Versuche dürft ihr spielen und dann solltet ihr eure Rundenanzahl, also euer Rekord, in die Kommentare schreiben und sagen, ob ihr besser wart als ich oder nicht. Ob ihr es über Level 11 geschafft habt. Und ja, danke fürs Zuschauen und abonniere jetzt, um ein Snickers als Crewmember zu werden. Und dann sage ich nur noch ciao, ciao. Geschmiert, das ist nicht schlimm, denn ich möchte natürlich mal wieder abwischen. Es geht ja hier um meine Schönheit und die zählt natürlich.